Fast 4 Monate lang haben die Briten auf ihr geliebtes Pint verzichten müssen. Jetzt dürfen Pubs und Restaurants draußen wieder Tische aufstellen und der Ansturm ist groß. Auch vor Geschäften, Haarsalons und Fitnessstudios bilden sich lange Schlangen. Die ersten Schritte zurück Richtung Normalität. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in England bei knapp 30. 60% aller Briten wurden bereits mindestens einmal geimpft. Für Premier Johnson kein Grund zur Entwarnung. Er rief seine Landsleute auf, vorsichtig zu bleiben. Kontaktbeschränkungen bleiben in Kraft, Auslandsurlaub und Treffen in geschlossenen Räumen verboten. Auch die WHO warnt, weltweit befinde man sich gerade an einem kritischen Punkt. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Neuinfektionen weltweit um 9% gestiegen. Damit geht sie die 7. Woche in Folge nach oben, genau wie die Zahl der Todesfälle. Das ist nicht die Richtung, in die wir gehen sollten. Wir müssen das ernst nehmen. In den Niederlanden wird zwar noch nicht gelockert, aber die Rückkehr ins öffentliche Leben zumindest schon geprobt. So durften 200 Menschen zu einem Urlaubsexperiment nach Griechenland ausreisen. Bedingung: ein negativer Test und sie dürfen den Urlaubsort während des Aufenthalts nicht verlassen. Naja, im schlimmsten Fall lege ich die ganze Woche auf meinem aufblasbaren Flamingo im Pool und schlürfe Cocktails. Anderswo in Europa ist an Lockerungen und Sommerurlaub nicht zu denken. Die tschechische Regierung hat Treffen von mehr als 2 Personen untersagt. Und in Wien und Niederösterreich wird der harte Lockdown bis zum 2. Mai verlängert.